Mal an hier, schau mal, was da so los ist. Ein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist toll. Dachte ja schon wieder ein Video, ganz ehrlich, Junge. Es ist einfach nur noch unnötig mit diesen dummen Sounds, Junge. Es ist wirklich, Digga, das Problem ist, ich springe auf sowas auch an wie so ein räudiger Hund. Wenn demnächst irgendwo der, keine Ahnung, Camroulette oder Fandorado-Sound kommt, Digga. No joke, ich mach direkt so, ich guck direkt auf meinen Bildschirm, Alter. Oder das Pornhub-Intro. Ja, Junge. Und wenn die Frauen waren immer auf ihm, ne? Die Frauen waren wirklich auf ihm. Egal wo wir waren. Wir waren im Stripclub, ne? Okay, das zahlt man ja auch dafür. Wir waren. Ja. In Reeperbahn. Haben wir mal. Genau. Aber InScope ist ein Hotter. Viele fragen nach InScope. Die weirde Hand. Total. InScope würde ich selber nehmen sogar. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich habe mit Nico, in einem, also wir hatten, wir haben, also wir hatten, als wir bei dem Event waren von Amar, da hatte ich mit Nico das Zimmer neben meinem Zimmer und zwischen den Zimmern waren zwei Zimmertüren und man konnte quasi aus einem Zimmer, aus zwei Zimmern ein Zimmer machen und dann haben wir die Zimmer nebeneinander gehabt und ich habe kurz überlegt, ob ich nicht rübergehe und Nico einen zacke, weil der so geil ist. Ja? Ja. Man muss trinken, angenommen ich sage jetzt, yo, ich hatte 10 Dicks im Arsch, dann muss ich trinken, wenn ich's hatte. Oder wie? Ja, ich habe eine Frage noch. Also leg dir die Zähne. Okay. Bruder, ich... Retalk, COD und Monte sind ja auch sehr auf dem Kriegsfuß, ne? Ich weiß ja gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Monte hatte ja eine richtige Kooperation mit Monte. Ich habe noch nie bedeutungslosen Sex gehabt. Ob das jetzt bedeutungslos gewesen ist, weiß ich nicht. Wenn du... Liebe Grüße an meine Mama. Welcome. Kann es sein, dass du kleiner, dass du ein kleiner Keck bist? Schau mal an, wie du aussiehst. Du Pisser, such dir mal eine Freundin. Hey, du kleiner Hurenhof. Ach, egal. Hoffentlich kommt der. Ist so wenig peinlich. Sag ich so ganz ehrlich, mir sind echt sehr, sehr wenig Dinge unangenehm. Finde ich cool. Also finde ich ultra stark, wenn Leute so. Also Aha. Das Ding ist, mir sind auch sehr wenig Sachen peinlich, weil ich mir halt irgendwie denke so, ja, ich weiß. Ey, ich habe das Gefühl, dass mein ganzes Leben übertrieben peinlich ist und alles, was ich mache, einfach nur ein fetter Joke ist. Ich habe das Gefühl, dass ich nichts mehr in den letzten 3 Jahren ernsthaft ernst gemacht habe. Dass alles, was ich mache, irgendwie nicht ernst ist. Also das ist alles irgendwie... Weiß ich nicht. Also, ist so eine Mischung. Wisst ihr, was ich meine? Bei manchen Sachen stehe ich auch voll drüber. Das Regenbogenglas werde ich so kaputt machen. Und ich habe auch schon mal darüber erzählt, dass ich diesen Cringe-Empfinden habe. So. Ich finde es voll cool, wenn Menschen so Sachen einfach nicht peinlich sind. Mhm. Weil mir ist legit meistens fast alles peinlich. Hä? Entschuldigung, könnt ihr mir einen Gefallen? Am Ende der Yacht! Oh Gott, Alter. Junge, Alter, Marcel. Am Ende der Yacht! Gibt es nicht sogar Zigarettenautomate? Genau. Auto... Mechaniker. Auto... Was ist die Mehrzahl von Automaten? Automaten. Autometer? Okay. Soll ich ein bisschen näher kommen? Ja. Okay. Ja, komm. Nee, also nee. Ja? Ein bisschen mehr Abstand dann doch, ne? Ja, also ja. Bitte nicht anfassen, okay. So. Mhm. Egal. Ne? Q steht für Quai. Wofür steht Q? Für Quame. Queen? Das ist, hat Agatha oben was gemacht? Du meinst, du gehst kurz runter aufs Klo? Und da hab ich mal irgendwie noch mal kurz. Boah, Digga, oh! Digga, wie kann man sich denn einfach im Stream einscheißen?
Der hat sich komplett vollgeschissen. Der hat sich, no joke, vollgeschissen. Digga, da kam nicht Land mit, da kam ein ganzer Kontinent mit raus, Alter. Das war nicht Land, das war ein Kontinent. Das war ein ganzer Planet, Junge. Holy shit, Digga, der kam straight up aus der Hölle. Komplette Ender. Also, Junge. Junge. Ja, aber sowas von. Wer ist das? Bin Corona-positiv. Nice. Nein, Kevin, das ist nicht nice. Also, Digga, wie viele Clips denn noch? Mach das scheiß Ton an. Achso, ja, we got him. Ey! Achso, ja, we got him. Ey! Mikrofon. Ich schaue aufs Mikrofon. Schaut genau hin. Ich schaue auf das Mikrofon, weil das Problem ist, dass das hier immer, hier oben, sind immer so Fusseln dran. Hier sind immer Fusseln dran. Und wenn man, hier, da, ihr seht's, hier. Da ist so ein Fussel, hier, ihr seht ihn, hier. So, und die schaue ich mir immer an. Die Fusseln schaue ich mir immer an. Die stören ja übertrieben. Deshalb habe ich aufs Mikrofon geguckt. Die Fusseln sind übertrieben belastend. No joke, Chat. Mikrofon. Ich würde niemals einer Frau irgendwo auf die Brust gucken. Wenn ich mit einer Frau schlafe, mache ich die Augen zu. Aus Respekt. Ich mache so. So mache ich. Aus Respekt. Ich mache das nicht. Ich bin anständig erzogen worden. Also, Digga, nochmal echt. Da habe ich mich nochmal gesaved gerade. Aferino mit 5. Einfach mal Dank für deinen unglaublich guten Content seit Jahren. Küss dein Perineum? Oh nein, was ist Perineum? Das ist das Stück zwischen Scheide und Arschloch. Das hat einen Namen. Das hat einen Namen? Das Stück Haut. Hä? Der Damm. Damm? Staudamm? Staudamm? Damm? Oh mein. A wearable shield. Das macht literally gar keinen Sinn. Warum? Macht voll Sinn, sowas zu haben. Jeder Mensch braucht einfach eine Nachbildung von Captain America's Schwert. Das ist kein Schwert, das ist eine Axt. Wir haben hier drin. Ach du Scheiße. Die komplette Compilation, nur dumme Sachen von mir. Hier drinne. Ah! So ein Bastard. So, da kann ich euch aber, glaube ich, sagen, dass ich beim Discord-Sound bin ich raus gewesen. Ich glaube, beim Discord-Sound, zumindest beim ersten Mal, bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht drauf reingefallen bin. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach mir. Hallo? Ja. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die. Digga, das war ein Video. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes. Wieder mal kein Konzept. Hä? Ist das Kevin Wolter? Ist das Kevin Wolter? Warum sieht der aus wie Kevin Wolter? Ist nicht, oder? Sieht aus wie Kevin Wolter, finde ich. Nein! Das ist nicht Kevin Wolter, okay. Ja! Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Ich sag's euch, ich bin nicht drin. Wobei es noch eine Minute, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher. So chillig, wie alles wieder unterschiedlich laut ist. Wichser! Kein Konzept, Wichser! So ein Ding. Ich dachte, ich bin im Discord. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Ja, sag nicht, ich bin noch im Discord. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Hey. Ach, Digga, ey, so bad, Digga, wirklich, es reicht doch langsam, Bro, warum trollt man denn immer? Okay, seht ihr, ich hab's euch gesagt, ich war nicht drin. Ich bin wieder safe. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert so. Die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Tja, meine Clips so. Ich bin der Einzige, der, extrem klug gewesen ist, sag ich mal, ne? Mein geiles Produkt, täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Was ist jetzt hier am Ende? Stark, sehr stark.